Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem Livestream zu Return to Moria, Herr der Ringe. Also ein Spiel, ein Aufbauspiel, ein Abbauspiel, je nachdem wie man es sehen möchte, in Moria. Genau, hier ist der Eingang, den kennt ihr ja vielleicht aus dem Film. Und es ist natürlich, ja, erstmal ein erstes Erkunden von Moria. Ich bin mal gespannt, wie das heute hier klappt. Ja, ich dachte, das Spiel heute das erste Mal. Es ist seit heute draußen, 24.10.23. Und ich habe mich schon relativ lange drauf gefreut. Ja, weil ich mal so ein Aufbauspiel mit Herr der Ringe ganz interessant fand. Ja, ist auf jeden Fall schon mal cool, dass es sowas jetzt gibt. So, und wir bauen ja einfach von ganz Anfang an. Ich zeige euch alles, was geht. Ja, man erstmal Helligkeit auswählen. Dann Einstellungen, ja, wir machen die Musik schon generell ein bisschen leiser, ja, damit er mich gut versteht. Ihr sagt einfach Bescheid, wenn das Spiel zu laut ist, ne, dann machen wir da auch noch was dran. Musik ist meistens Copyright-Problem, machen wir noch ein bisschen leiser. So, viel Musik hat man in der Höhle eigentlich nicht. Und Untertitel braucht man natürlich auch, weil es ist nur englische Sprachausgabe. Man kann es nicht auf Deutsch stellen, ja, das ist halt so. Das Spiel ist halt in Englisch, aber ihr seht Texte und Beschreibung in Deutsch. So, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wie kommen wir nach Moria? Was passiert in Moria? Das gucken wir uns zusammen an. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, zu mir habt, zu meinem Kanal, was ich sonst hier so streame, dann einfach ab in den Chat damit. Ihr könnt mit Gary-Belohnungen lustige Sachen hier machen. Guckt auf die Belohnungen, was ihr alles so mit Gary-Punkten machen könnt. Oder ihr könnt Sounds hier einspielen, ihr könnt hier irgendwelche Sticker aufkleben aufs Bild. Ihr könnt ganz viele Sachen interaktiv machen in meinem Stream. Und danke an Shooter Doktor für dein Abo und an The Jojo Jam auch hier danke für dein Abo im 6. Monat. Shooter Doktor schon ein paar Monate mehr. So, und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Gucken mal, wie es hier so losgeht. Wenn Spiel zu leise ist, ne, sagt auch ruhig Bescheid, dann kann ich es auch wieder lauter machen. So. Zu Diensten, Mumshanme. Da haben wir einen Zwerg. Ja, das ist erstmal der Startbildschirm. Wir bauen uns einen Zwerg. Ist ja klar, ne? Das ist Moria. Da haben Elben und irgendwelche Menschen nichts zu suchen. Ja, hier gehört Moria hin. Und hier bauen wir uns ja mal
einen interessanten Zwerg. Gucken wir mal, was es alles so für schöne Bärte gibt. Ja, bei der Bartfarbe muss ich nochmal mit euch überlegen. Auf jeden Fall können wir unseren Zwerg bauen, wie es uns gefällt. Ja, wenn dann schon ein richtig dicker Bart. Und ja, ein blonder Zwerg. Ich weiß nicht genau. Der ist sehr polierter Kopf. Ja, der ist zu geschminkt. Gelassen. Der hat aber, ich glaube hier, der sieht normal aus. Ja, komm, wir nehmen mal hier den Stählern. Und ja, Haare. Lange Haare, kurze Haare. Da gucken wir auch mal, was es da so gibt. Man muss natürlich irgendwie schon passend zum Bart sein. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich einen blonden Zwerg machen soll. Ja, wir können natürlich auch mal überlegen, vielleicht einen schwarzhaarigen, braun, dunkelbraun oder ein guter alter weißhaariger Zwerg. Ich glaube so, ne? So richtig was. Ja, das hat schon was, ne? So von der Haut her, ja, wir können sogar hier rote Zwerge machen, weil die sind ja auch im Dunkeln viel unterwegs. Dann kann das schon mal die Erzfarbe abfärben. So, ich glaube, dafür ist die Haut jetzt zu... Ja, komm, wir machen einen blonden Zwerg, ja. Es ist so, wie es ist. Ich bin in echt blond. Machen wir vielleicht dunkelblond, damit es nicht ganz so extrem ist. Ja, komm, so passt's. Jugendlicher, junger Zwerg. Und damit haben wir das schon mal. So, Augenfarbe. Ja, dann nehmen wir auch die, die ich so eher habe. Man könnte auch gelb oder auch rote Augen sogar machen. Gruselig. Ja, und dann könnte man auch Tätowierungen benutzen hier. Ja, also auch da der Zwerg komplett anpassbar. Ist die Frage, wie viel wir nachher wirklich mit dem Zwerg tun. Oder ob wir nachher eigentlich nur am Bauen sind und am Abbauen sind. Ich bin mal schwer gespannt, wie viel man von ihm sieht. Ja, aber auf jeden Fall finde ich den Bart super. Ah. Ich suche irgendwie so Runen. Ja genau, da waren Runen, aber übers Auge waren die jetzt nicht so cool. Oben auf der Stirn so irgendwelche Runen fände ich schon cool. Ja, komm, nehmen wir das. So, und das dann in... Ja, so passt schon. Narben, soll er auch ein paar Narben haben. Ein paar Narben, Harben. Ja, unter den Haaren sieht man das gar nicht so sehr. Also erstmal keine Narben. Bartschmuck. Ah ja, der könnte auch noch Farben haben. Dann nehmen wir natürlich Gold, ja, ganz... teure. So, oder Platin hier, Mithril. Na nee, komm, Gold sieht besser aus. Wie sieht denn rot aus? Nee, das ist nix. So, passt. Und dann geht es noch weiter. Man kann ihn auch etwas gestalten vom Körper her. Wo sind die Schultern? Hoch oder niedrig? Ah, komm. So, Brust, schmal oder breit? Ein bisschen weiter. Vorbau? Nein, haben wir nicht. Wir sind kein Mädchen. Wir sind kein Mädchenzwerg, auch wenn man nicht wirklich den Unterschied in Herr der Ringe Online zum Beispiel nicht erkennt. So, und Plauze, Dürr oder richtig, Dürr, prominent haben wir sie nicht. Und die Taille machen wir auch nicht zu dünn, halt so. Okay, ich glaube, der Zwerg sieht ganz gut aus. So, und dann gibt es noch Persönlichkeiten. Entschlossen, frech, eifrig, okay, grimmig, ja. Entschlossen hört sich eigentlich bei mir ganz gut an. Jetzt gucken wir mal die Stimme. Okay. If only my Nana could see this. Nö. Oh, that is a long way down. Till Durin wakes from sleep. Oh, oh, a hearty meal cures an orc stronghold. Sil Arab da Irazu. It would Durin will arm us all. At your service. The mountain smiles on us today. Ja, das ist eine typische Zwergenstimme. Nee. Wenn, dann schon richtig. Und jetzt können wir aber sagen, woher kommt der denn, der Zwerg? Ja, er ist natürlich nicht aus Moria. Ja, er will nach Moria. Aber aus den glitzernden Grotten jenseits der Hornburg von Rohan.
oder aus den Eisenbergen. Östlich vom Erebor liegen Eisenberge. Die sind relativ rötlich, die Berge. Die gefallen mir nicht so sehr. Wenn ihr Herr der Ringe online gespielt habt, wisst ihr so ein bisschen, wo das ist. Ja, Rohan ist da, wo die Pferdeherren sind. Die Eisenberge sind da, wo es alles so rötliches Erz gibt und so. Küstengebirge hört sich eigentlich ganz gut an. Umbar ist das neueste Add-on bei Herr der Ringe Online, also so Piratengegend südlich. Ja, mit viel Wasser, Küstengebiete. Ja, okay. Die blauen Berge. Ja, die sind eigentlich bekannte Berge, ne? Oder? Die dritte Zeitalter. Ja, ich glaube, die blauen Berge, die gehen bei mir gerade in die richtige Richtung. Die roten Berge waren lange von jenen Westmittelerde getrennt. Ja, die roten Berge, da gefällt mir jetzt gerade der Rock nicht so, den er hier so anhat. Da bin ich eher für die blauen Berge. Ich bin sowieso Blau-Fan. Ah, der einsame Berg. Ah, das hat natürlich schon was, ne? Hm, der einsame Berg, wieder Aufbau einiger Teile Gondors und der Hornburg. Sieht auch nicht schlecht aus. Ne, wir nehmen die blauen Berge. So, das ist so meins. Und damit können wir speichern. So, wie nennen wir unseren Zwerg? Ja, ist doch klar, wie es halt sein muss. Garion. So ist es hier auch im Spiel. Mal gucken, ob man auch Vor- und Nachnamen nehmen kann. Garion Metatron, versuchen wir es mal. Und speichern. Yes, hat funktioniert. Und jetzt können wir eine Welt erschaffen oder einer anderen Welt beitreten, falls also irgendein anderer Spieler das Ganze macht. Ja, man kann also mit mehreren spielen. Dann könnten wir jetzt theoretisch einer Welt beitreten, von einem Freund oder von einem anderen Online-Spieler. Aber ich würde sagen, wir gehen in eine eigene Welt. So. Jetzt ist natürlich die Frage, speichert ihr die für immer oder wie läuft das denn dann? Da müssen wir jetzt mal genau aufpassen, was wir hier machen. Ich würde sagen, Welt von Garion Metatron hört sich mal gut an. Welt Seed, ich weiß nicht. Ja, ich guck mal, ob ein paar 7 da drin sein können. Ganz am Anfang so, das ist eigentlich 7 ist meine Zahl. Und wir erschaffen mal die Welt. Mal gucken, was dann passiert. Und ob die automatisch gespeichert wird. Hier steht jetzt Welt von Garion Metatron. Offline spielen. Ja, ich könnte jetzt also für mich spielen, dass mich keiner groß stört. Aber ich mache es mal so, dass ich mal online hoste. Mal gucken, was dann passiert. Aha, jetzt kann ich euch den Einladungscode hier schicken. Und dann könnt ihr dabei sein. Ja, ihr könntet also jetzt mitmachen. Aber ich gehe jetzt mal erstmal online. Ne? Mal gucken, ob einer von euch nachher noch reinkommt. Wenn nicht, dann nicht. Und jetzt gucken wir mal, was passiert hier. Yes. Dwarves from every clan have answered your call, despite the King Under the Mountain's objection. Lord Gimli, Erebor will not support entering the Black Pit. If the King wants to stop us, he can come himself. Every attempt you've made has failed. This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad Dûm. Today, we get into that mountain. Any luck? No, won't budge. Did you try speaking friend? Now, why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. Ah, finally. Plan B? Das war eine Frau, is that ja. Blasting fact? Oh, jetzt haben wir es leider übersprungen. Ich habe mich reingesprengt. Sprich, Freund, hat nicht geklappt. That was no normal dwarf blast. So, und da sind wir schon. Neues Ziel, sammle Vorräte. Ja, wir sind in Moria. Too dark for dwarf eyes. So, mitlesen müsst ihr ein bisschen, wenn der redet, ne? Oder ihr könnt es gut übersetzen. Tag 1, Morgendämmerung, 225 Klaftertief, stelle eine Lichtquelle her, sammel Holz, drücke C zum Herstellen, stelle eine Fackel her. Ja, fangen wir doch einfach mal an hier. Ja, okay, was kann ich einsammeln? Ja,
Ihr seht schon, da sind irgendwelche Schadenzahlen, wenn ich auf die Balken und die Steine haue. Aber ich kann mal auch einfach erstmal so das Holz so aufheben. Und habe ein Rezept für Feldhandwerk gefunden. Fackel, jawohl. Und wir können schon mal eine Fackel herstellen. So, es gibt eine Rezeptliste. Da ist bis jetzt nur die Fackel. Einfache Lichtquelle, die schnell niederbrennt. Und dann haben wir hier ganz viele Punkte. Ja, meine Reise durch die Finsternis. Sammle Vorräte, suche Rohstoff und finde zum Lager der Gefolgschaft zurück. War es nur das singende Feuer oder habe ich auch ein Brüllen vernommen? Ich scheine in Moria hineingestürzt zu sein. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich benötige Licht und Nahrung, ehe ich mich zur Gefolgschaft zurückschlagen kann. Ja, es ist, wie es ist. Der Balrog ist auch hier. Man weiß nie, ob der noch mitspielt hier bei dem ganzen Thema. Ja, deshalb mal schauen, was noch so passiert. Und lerne das Spielen. Ja, also wir haben schon Quests hier. So, dann haben wir hier Zwergenwerk. Ja, Lampen und Fackeln erleuchten den Weg und halten Verzweiflung und Schatten fern. Ja, und dann können wir auch was über Dürons Volk lesen. Es ist also auch ein kleiner Kodex drin, wo man auch ein bisschen was über die ganze Geschichte lesen kann. Ist ja auch schön, damit wir ein bisschen mit Moria klarkommen. So, dann gibt es Wegpunkte. Es gibt hier eine Westhalle. Dann gibt es hier das Handwerk. Dann gibt es hier Bauen. Ja, wir können auch Plattformen bauen. Eine schnell aufzubauende Gerüstplattform, die beim Durchqueren Morias hilft. Baumodus B. Oder Strickleiter, wenn wir Naturfasern haben. Okay, das ist ja schon mal gut zu hören. Dann gibt es ein komplettes Inventory. Ja, wir können natürlich dann auch bessere Rüstungen kriegen nachher und Waffen und so weiter, weil ja, man kann hier auch kämpfen, soweit ich das weiß. Es gibt Moral, es gibt Licht, es gibt Werte. Ja, wie viel Leben, Hunger, Lärm, Spott, Bewegungstempo, Sprinttempo, Gift, Schattengift, Abbauglück, Beuteglück, Jagdglück, Bedrohungsstufen, Angriffsstärken, Waffenstärken, Fernwaffenstärken, waffenlose Stärke, Angriffsbonus, Fernangriffsbonus, Rüstung, Rüstungsschutz, Effektivität der Rüstung, kritische Chance, Schadenswiderstände gegen, was man alles so kennt, Schnitt, Wucht, Licht, Schatten, Feuer, kalte, ne, Korrosion, Orks, okay, ist eine eigene, ist eine eigene Schadensart, Ork, okay, Energie und Ausdauer, okay, wie viele Ausdauer wir haben, beim Bergbau, beim Klettern, beim Ausweichen, beim Sprinten, sehr cool, und wie viel Energie wir haben, was der Unterschied zwischen Energie und Ausdauer ist, das weiß ich noch nicht, ja, aber wir sehen schon, kennt man, aus vielen Spielen diese ganzen Infos. Hier nochmal der Code, ja. Ihr könnt also dabei sein. Ja, ihr könnt also hier mitmachen. Durch diesen Einladecode. Und hier haben wir eine 4, die weiß ich noch nicht, wofür die ist. Ich sag jetzt mal, Welt verlassen. Ja, bist du sicher, dass du die Welt verlassen willst? Ja, bin ich. Das mache ich jetzt, um einfach zu schauen, wie ich jetzt wieder reinkomme in das ganze Thema. Ja, ich sehe jetzt hier Gary und Metatron spielen, anpassen, zur Ruhe setzen, ja, also löschen oder neuen Zwerg erstellen. Ich kann jetzt wieder meinen spielen. Ich kann die nächste Welt erschaffen. Ich kann wieder einer anderen beitreten oder kann wieder meine Welt laden, diese hier. So, und die kann ich jetzt mal offline spielen. Mal einfach nochmal zum Gucken, ob sich da jetzt was ändert. So, ich bin in der gleichen Welt. Ich habe noch immer die Fackel. Ja, diesmal ist aber kein Einladungscode. Ja, jetzt spiele ich für mich selber. Jetzt kann mich keiner dabei stören. Und wenn hier mehr zuschauen, dann können wir natürlich auch einstellen, dass ihr mich wieder stören könnt. Ja, dass wir also auch den Einladungscode rausgeben. Aber jetzt machen wir einfach das, was die Quest sagt. Mach eine Fackel. So. Mit Tab kommen wir hier in das Ding rein. Ja, so hier. Sammel Vorräte. Jetzt lerne ich das, das ist mal fertig, sammel Vorräte. Ja. Suche Rohstoffe und finde zum Lager der Gefolgschaft zurück. So, schlagen können wir auch. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit, was da ist. Ne? So viel wir mitnehmen können, versuchen wir mitzunehmen. Man kann ja nie wissen, wann man es braucht.
Wir haben einen Chat. Ja. Wir können also auch hier im Spiel sprechen. Wir können klettern. Auch schon mal gut zu wissen. Und ganz viele Holzstücke liegen hier rum. Ja, da ist aber auch einiges. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier runterfallen dürfen. Springen können wir auch. Okay, das ist schon mal gut. Ja, klettern tut er wunderbar. Wir gucken aber erst noch mal gerade, was da ist. Hier ist ja so ein kleiner Nebengang. Überall liegen Holzstücke rum. Ich übersehe die nur so ein bisschen. 44 Holzstücke haben wir schon. So, das sieht ja eigentlich so aus, als könnte man graben, ne? Hier. Aber, na. Wir gehen erstmal so weiter. Ich verbrauche Ausdauer. Wenn ich jetzt Shift drücke, bin ich schneller unterwegs. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie eine Höchstzahl gibt, was man mittragen kann. Ich sehe jetzt nur Nahrung und Leben. Ich sehe jetzt nichts von Gewicht oder so. So, zack. There must be a way back to camp. Could try the doors of Durin from the inside. Best get going. So, grabe einen Tunnel nach draußen. Einfache Spitzhacke. Stelle eine Spitzhacke her und grabe dich durch das Geröll. Das ist doch auch schon mal gut. Jetzt haben wir die ersten Metallteile. Eine improvisierte Spitzhacke, die zumindest Erde und weiches Gestein durchdringt. Zerstört mit ein paar Schlägen Schrott und Ruinen. So, wir haben eine Spitzhacke. Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, können wir hier was anzünden? Ja, wir können sogar hier diese Feuerschalen anzünden. Sehr schön. Machen wir uns hier Licht schon mal. Ja, kann ich hier eigentlich jeden Stein kaputt machen? Nee, wie's doch. Ich habe Stein jetzt aufgesammelt gerade. Aber das geht nicht weg. Ja, aber das da oben, das müsste weggehen. Das sieht ja fast so aus, ne? Als würde das. Ja, das ist abbaubar. Sehr schön. Ja, vor allen Dingen mal nicht so viereckig wie bei wie bei Minecraft, sondern mal richtig schön hier, das was man abbaut. So richtige Tunnel kann man hier bauen. Ja, so ein bisschen wie bei EverQuest. Oh, wie hieß das? Es gab ja schon so eine Beta von EverQuest. Next. Da konnte man auch so richtig schöne Tunnelchen bauen hier. Das war schon ganz cool. Und jetzt geht das hier auch. Aber ein Tunnel nach draußen. Firelight. We are not alone. Wir sind nicht allein. Aber still auch den Hunger. Oben steht jetzt eine 17. Ich weiß nicht genau, was das heißt, die 17. Ich weiß nur, unten haben wir Hunger. Ja, und links sieht man, der Käse, der da ist, ist fast leer. Jetzt gehen wir also auf die 7. Und zack. Pilze gegessen. Würde ich sagen, essen wir noch ein paar, ne? Nochmal die 7. Ja, geht. Okay, man kann auch ein bisschen zielen. Rabe von Erebor. Arik sitzt da vorne. Den gucken wir uns jetzt gleich auch mal an. Ich esse jetzt erstmal so viel, dass ich auch mal satt bin. So, das sieht auch gut aus unten der Balken. Ach, ihr seht den gar nicht richtig. Moment. Ich muss gerade mal hier mein UI anpassen, damit ihr dieses Thema vom Balken seht, vom Lebensbalken und so. Gebt mir kurz Zeit. So. Ich glaube, jetzt ist es besser für euch. Müsstet ihr eigentlich alles ein bisschen genauer sehen. Unten links ist das jetzt besser zu erkennen. Genau. Okay, das mache ich auch noch hier hoch. Und so, glaube ich, können wir erstmal weiterspielen. Okay. Zwergenleichnam. Ehren. Ein Heldenband. Gedenkflamme. Bauplan. Okay. Was man alles bauen kann. Sehnsucht nach Heldentaten steht unten jetzt. Das können wir bestimmt anzünden, oder?
Nee, nicht wirklich. Okay. Stoff haben wir jetzt auch gefunden. Oh, a raven of Erebor. Ein Raben von Erebor. Drücke G zum Lesen des Eintrags. Sprich mit dem Raben. Finde raus, wer der Rabe ist und was er über den Vorfall weiß. Die Raben von Erebor waren Teil der Gefolgschaft. Er muss aus dem Lager kommen. Bestimmt kann er mir sagen, was geschehen ist und wie ich hinausgelange. So, springen als Tipp und graben. Ja, haben wir jetzt alles schon rausgefunden. Es gibt auch Geheimnisse demnächst, seht ihr schon, ne? Und ja, dann sprechen wir mal mit dem Raben, oder? Bevor wir hier weiter erkunden. Was sagt er denn? Are you from our camp? Thank the winds. I am Arik, son of Arak. Yours is the only friendly face here. What happened to the rest of camp? I cannot tell. A curse, ill curse, it blocks me. Could you search for another way out? For any other survivors? I will search. You go east, see what you can find. I will fly to you when I can. Suche das Tor. Das als Türe von Durin bekannte Westtor sollte westlich von hier liegen. Arik, ein Rabe aus dem Lager von Gimlis Gefolgschaft, sitzt ebenfalls im Moria fest. Er wird mich bei der Suche nach einem Weg nach draußen und weiteren Überlebenden unterstützen. Ich werde meine Reisen fortsetzen. In der Hoffnung, die Tür zu finden. Sie bewegt sich kein Stück, aber vielleicht kann ich sie ja von innen öffnen. Gut, ja, dann suchen wir mal das Tor weiter. Wir sehen aber auch schon hier, wir haben jetzt schon einiges gegessen. Zutaten zum Beispiel, ja, Pilze, eine wesentliche Zutat vieler Gerichte und Rationen. Die besten kommen von einem gewissen Hof in Auenland. So, und hier beim Zwergenwerk kommen wir jetzt auf den Spitzhacken. Das liebste Werkzeug zwergischer Bergleute. Mit der richtigen Spitzhacke können die gewünschten Erz- oder Edelsteine abgebaut werden. Hört sich mal gut an. Im Westen soll das sein. Ja, theoretisch müssten wir also hier in die Richtung, würde ich sagen. So, und hier seht ihr jetzt schon Behelfsaxt. Ja, wir haben also schon die Möglichkeit, noch eine Axt zu bauen. Ich tue jetzt noch gerade meine Kamera ein bisschen kleiner machen, damit ihr ein bisschen mehr vom Spiel seht. So, das reicht ja erstmal. Ihr braucht mich ja gar nicht so groß. So, sehr schön. Packen wir mich hier hin. Jawohl. Okay, und jetzt können wir hier auch eine Behelfsaxt bauen. Machen wir auch mal. Wunderbar. Was haben wir noch? Werkzeuge, Waffen, Rezeptliste. Und da haben wir auch noch Pilzeintopf. Ja, jetzt können wir aus den Pilzen was bauen, theoretisch, wenn wir einen Esstisch haben. Haben wir aber noch nicht. Ja, also schon mal interessant. Wir könnten bald einen Pilzeintopf machen. So, dann haben wir hier die Gedenkflamme. Eine Würdigung der gefallenen Zwerge früher Zeiten. Heldenband 5 Stück. Ja, dafür muss ich wohl mehr von diesen Heldenbändern finden. Habe ich noch nicht genug. Ja, und jetzt sehen wir auch schon, da habe ich schon eine Axt. Ja, ich glaube, das Holz kann ich da reinpacken. Genau. Ich brauche das nicht so aktiv, glaube ich, hier in diesem. Ja, aber man sieht schon, man hat hier das Inventory. Das Heldenband ist auch was für später, wenn ich davon genug habe. Und das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt habe ich auch eine Axt. Zum Fällen von Bäumen und Orks. Haha, sehr gut. Ja, aber ob das auch hier hilft, weiß man nicht. Gucken wir mal. Nö, hilft nicht. Also manche Sachen, die hier in der Gegend sind, sind nicht einfach nutzbar. Okay. Und es muss man immer weiter, ne? Man verliert unten Leben, Nahrung. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man stirbt. Muss man dann neu anfangen? Das ist eine gute Frage, oder?
So, eine Sache wollte ich aber noch kurz erkunden, weil da, wo wir reingekommen sind, war ja noch so eine Mauer, die man auch weghauen könnte. Also besitze ich auch keine Grenzen, was ich alles aufheben kann. Ich gehe jetzt auch so ein bisschen mal zurück, damit ich sehe, ob das wieder respawnt, das ganze Material. Ne? Also ich mache das jetzt hier nicht nur, weil ich erkunden will, sondern ich möchte einfach wissen, ist das Material nur einmal da oder immer? Und ich sehe schon, das respawnt immer wieder. Also ich glaube, man geht nie in Gefahr, dass das Material weg ist. So, und jetzt versuchen wir hier durch. Ja, geht auch. Das ist der Fels ganz am Anfang. Versuchen wir mal durchzugraben hier. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, wenn wir schon hier so einen Fels haben, der muss ja irgendeinen Sinn machen. Sonst hätten sie den ja jetzt nicht hier hingebaut, oder? Dass man den aufgraben kann. Oder vielleicht doch. Nichts Wichtiges. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man es so schön abbauen kann. Ja? Also, dass man wirklich sieht, hier ist was zum Abbauen und hier kann man Steine kriegen zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, hier ist nicht mehr. Das ist nur so zum Üben gewesen. Vielleicht nach unten. Ne, der Boden geht auch nicht kaputt. Okay, aber dann haben wir ja schon mal zwei Ausgrabungen fertig. Wir halten uns weiter an die Quest. Wir versuchen mit dem Raben das Westtor zu öffnen. Und ich habe Schlappheit. Unten links steht, ich habe Schlappheit. Moment, da muss ich dann jetzt doch mal wieder meine Kamera woanders hinsetzen, weil sonst seht ihr das nicht. So, setzen wir sie hier hin. Ah ne, komm, setzen wir sie wieder hier unten in der Ecke. Da hat sie nicht viel geschadet. So, nur ein bisschen höher. Okay. Schlappheit. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Ich kann mich noch gut bewegen, alles ist gut. Wir haben Steine, wir haben Holz, wir haben Stofffetzen, wir haben Pilze, wir haben schon einiges. Hier ist schon wieder respawned, ne, das ganze Zeug. Ja, da gehen wir nicht. Ach so, Schlappheit hier jetzt. Neben mir, der grüne Balken ist das bestimmt, ne, dieser Ausdauerbalken oder so. Na, wir probieren mal weiter aus. Erstmal weiter reingraben hier in das ganze Ding. Wir graben uns vorsichtig nach Moria ein. Boah, jetzt haben wir aber einen langen Tunnel hier. Aha. Wo sind wir jetzt? Baue Schnellplattform, um das Gelände zu überwinden. Ihr seht, ne, man kann zwar hier sich hochziehen, ne, an solchen Steinen und so, kann man hochklettern und so, aber wir sollen eine Schnellplattform bauen. Dafür sollen wir V nehmen. Ah ja. Okay, und so können wir uns dann auch Wege nach oben bauen. Das ist ja schon mal schön. Cool. Okay, die braucht auch nicht komplett perfekt zu sitzen. Okay, Naturfasern haben wir noch keine. Aber das ist gut. Ja, wir können also wirklich hier schön Plattformen so bauen, wie wir das möchten. So kommen wir auch überall ran. So, und die Nacht bricht an. Davon sehen wir natürlich hier nicht so wirklich viel. Aber genau, wir müssen uns jetzt hier einfach mal nach Moria reingraben. Ne? Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt wird hier die Spitzhacke gut benutzt. Auf geht's. Weiter rein nach Moria. 220 Klafter tief. Wie viel ist ein Klafter? Sind das Zentimeter, Meter? Keine Ahnung. Ich kenne Klafter, die Bezeichnung, so gar nicht. Ja, aber sieht schon gut hier aus. So, was ist das? Das hat sehr stark nach Orks ausgesehen, oder? Oh, oh, meine Fackel ist kaputt. Moment. Wie baut man jetzt nochmal? Wir haben hier das Handwerk, dann gehen wir hier auf Fackel, herstellen. Zack. Soll ich mal ein paar mehr bauen? Braucht ihr da mehr Platz für, oder? So. Wo sind die restlichen Fackeln jetzt? Ah ja, die macht er dann ins Inventory. Okay. Oh oh.
Türe von Durin. Doors of Durin? What's wrong with that? I've never seen runes with such shadow. No wonder we couldn't get it open from the other side. Die Türen von Durin sind verflucht. Darum kamen wir nicht hier rein. Jemand oder etwas hat die Innenseite des Tors mit einer Fluchrune belegt. Deshalb konnte Gimlis Gefolgschaft die Türen von Durin nicht von außen öffnen. Böse Schatten entströmt ihr, sodass eine Annäherung unmöglich ist. Ist das vielleicht der Grund für die toten Orks, die hier haufenweise rumliegen? Gute Frage. Eine einfache Axt, langsam und verlässlich zum Fällen von Bäumen und Orks. Die haben wir auf jeden Fall. Suche nach einem anderen Ausweg aus Moria. Die Türen von Durin lassen sich nicht öffnen, solange diese seltsamen Schattenfluchrunen auf ihren Lasten. Ich sollte die Augen nach einem anderen Ausweg offen halten. Ja, also irgendwas ist hier los. Hier wurde was verflucht. Hört sich nicht so gut an. Ja, Arik der Rabe, den haben wir gerade eben schon kennengelernt. Kurze Beschreibung zum Raben. Gimli, ja, der ist ja schon unterwegs gewesen. Ne? Nach Saurons Fall sind wir hier auf jeden Fall. Sauron ist tot. Ja, und Gimli ist alt, ganz alt. Und jetzt wollen wir Moria zurückerobern. Ja, also wir sind schon nach der Geschichte vom Ring. Also, bin mal gespannt. Ja, König Thorin, der dritte Steinhelm, da müsste Herr der Ringe online spielen, da kennt er auch den König Thorin den dritten ein bisschen besser. Ja, und wir gucken mal, wie es hier weitergeht.